Servus. Servus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen. Wenn ihr jetzt aber, sagen wir mal, um 14 Uhr zuschaut, wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Schaut ihr so gegen die Mittagszeit zu, wünsche ich euch Mahlzeit, lasst es euch gut schmecken. Schaut ihr gegen Abend zu, wünsche ich euch einen schönen Abend, trinkt ein Gläschen Wein und dann wünsche ich euch natürlich eine erholsame Nacht. Schlaft gut. Aber schaut das Video noch zu Ende, bevor ihr einschlaft, damit auch quasi ein schöner Traum möglich ist. Wenn ihr von mir träumt, ist das, glaube ich, sehr schön. So, auf jeden Fall, heute geht es darum, ich habe Sachen, die ich wo ablegen will und habe leider keinen Platz. Ober der Hobelbank, ein kleines Regal, ein kleiner Stauraum. Ich werde euch gleich zeigen, wo ich das will. Hier will ich eine kleine Ablage haben, also zwei Fächer und will Leim hineinstellen. Diverse Sachen, die hier einfach so herumstehen, die mich stören. Dieses Holz ist von der Wandverdäfflung übergeblieben, beidseitig gehobelt. Und ich werde dieses Regal bauen. Ich habe mir das so überlegt. Es wird links und rechts ein aufrechtes geben. Dann wird es zwei Fächer geben, die mit eingestemmten Fingerzinken quasi gehalten werden. Und dieses Fach ist auch mit durchgestemmten Zinken, also Fingerzinken, verleimt, verkeilt eventuell, muss ich eigentlich gar nicht. Die Seitenwände schauen hinten um 15 mm nach vor. Aus dem Grund, an der Wand sind ja diese Stoßleisten an den Stößen quasi und hinten sind diese Bretter. Und dass das Seitenhaupt hier bündig anliegt an den Brettern hinten. Ich habe mir hier kurz einen Zuschnittplan geschrieben, also die Höhe wird 30 cm sein von den Häuptern und die Länge 160. Das habe ich nicht unbedingt nach der Hobelbank angepasst, sondern nach den Teilen, die ich hier habe. Ob das jetzt 40 hat oder 60, ich will so wenig Verschnitt wie möglich haben. Das ist eigentlich das Wichtige. Jetzt schneiden wir mal zu und dann gehen wir es an, anreißen, stemmen, schneiden. Es wird ein wunderschöner Vormittag werden. Ich hoffe, dass ich zu Mittag fertig bin, denn nachmittags will ich heute einmal eine Pause einlegen und spazieren gehen. Ich habe mir neue Schuhe gekauft. Also schneiden wir. Das ist jetzt das Mittelteil. Das reiße ich mir mit dem Streichmaß hier an. Das ist die Holzstärke. Also das Brett, das oben drauf liegt, plus einen Viertelmillimeter, dass der Zapfen lieber ein wenig nach vorschaut als zurück. Und bei meinem anderen Streichmaß habe ich mir eingestellt diese Einteilung. Also einer ritzt das hier und einer das. Ich habe mir das einfach aufgeteilt und gut muss es sein. Ein wenig Sinn macht es auch, wenn man sich diese Linien hier nachreißt, damit man besser sieht, wo man schneidet. Hier einfach ein X, dass man sich nicht allzu sehr vertun kann. Auf der X-Seite schneiden. Ich fange immer mit den feinen Zähnen an, also mit den Querholzzähnen, und mache mir einen Ritzer, damit die Säge schön greifen kann. Beim Schneiden ist es sinnvoll, der halbe Strich sollte stehen bleiben. Ihr könnt das jetzt sowieso nicht sehen, ob es stehen geblieben ist oder nicht, denn das sieht man nicht so genau aus. Ich würde die Kamera genau herhalten, aber ich sage einfach, es ist überall perfekte halbe Strich stehen geblieben. die äußeren schneide ich natürlich weg. Das hätte ich auch gleich machen können, aber ich wollte schon unbedingt sitzen. Jetzt ist es mit den Stemmeisen recht gut, da kann man genau in diesen Ritzer hineinfahren und kann... Der ist mir etwas im Weg. So. Und kann genau, also nach dem Strich, wenn es jetzt ein Wohnzimmermöbel wäre, könnte man hier was herspannen, damit man ordentlich aufliegt. Immer unterstemmen, also so schräg hinein, damit in der Mitte keine Wölbung entstehen kann und dann schließt das nicht dicht ab. Aber wenn man das vergisst, sieht man das sowieso
beim Zusammenbauen. Das unten habe ich ganz stehen lassen, denn wenn ich vollflächig so wegstemme, wie ich es jetzt hier mache, dann würde das sehr prellen beim Schlagen und könnte mehr ausreißen, als ich das will, und daher lasse ich das immer stehen. Und jetzt schneide ich das ab, jetzt setze ich das quasi noch ab. So, hier habe ich den Ritzer. Ah, verkehrte Zahnseite. Genau den. Hier kann man das jetzt gut erkennen. Hier ist der halbe Ritzer stehen geblieben. Wenn ich es weiter heraufgeben würde, könnte ich besser schneiden, aber dann prellt das zu sehr. Also es ist mir so lieber. So, und auch hier kann man wieder sehen, dass der halbe Ritzer, ich hoffe, dass man das sehen kann. Und das bisschen Luft, was ist, das soll ruhig sein, dann sieht man, dass es handgemacht ist. Das sind jetzt die Teile, die Fächer. Hier kommt mittig das her, hier reiße ich mir die schönere Seite, lasse ich in den Raum schauen. Und die nicht so schöne schaut nach hinten. Ich gebe mir hinten das Winkelzeichen. Dann werde ich die Mitte ausmessen. Die Mitte von 100, habe ich es ganz genau erwischt, 160 ist 80 und von der anderen Seite dasselbe. Hier habe ich auch 80. Dann passt das. Diese Teile haben eine Stärke von 17, 18 mm. Gehen wir von 17 aus. Da muss ich bei diesem Riss nach rechts und nach links natürlich die Materialstärke. Jetzt suche ich einen Winkel. Ah, hier. Also von 17 mm die Hälfte ist 8,5 mm. Das ist sowieso nicht mehr messbar für mich. Ich werde einfach mal 8 hier nehmen. Mache mir einen Strich. Und dann halte ich mir das hierher und mach den zweiten Strich. Am besten an den Winkelhaken anhalten. Genau, wenn das passt, dass der Strich hier halb zu sehen ist. Dann reiße ich mir das hier an. Bei mir ist immer sehr viel Unordnung auf der Hobelbank, aber ich glaube, ich brauche das. Jetzt bündig nehmen, am Rand schauen, Winkelzeichen hinten. Und den Winkelhaken nehmen und das hier übertragen aufs obere Teil. Jetzt nehme ich das hinten bündig und reiße mir eigentlich den Zapfen an, der eingestemmt gehört. Also dass hier ein Ast ist, das hätte ich natürlich schon vorher sehen können. Ich werde jetzt mit diesem Seitenteil, also mit diesem Mittelteil eigentlich, verrutschen. Das, ja, wird nicht auffallen, und wenn es auffällt, ist es auch nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Das nehme ich jetzt mit dem Streichmaß ab und übertrage mir das auf beide Seiten immer. Also hier, das drehe ich jetzt um, mache dasselbe hier. Und jetzt reiße ich mir das hier auch an. Jetzt noch überwinkeln. Beim Überwinkeln ganz genau, also versuchen ganz genau zu überwinkeln. Das ist die halbe Mitte. Damit ich nicht alles stemmen muss, werde ich einmal einen Teil ausbohren. Das erleichtert die Arbeit natürlich sehr.
muss man wieder schauen, wie das gehört. Winkel hinten. So sieht das jetzt mal aus. Wenn das dann verleimt ist, sieht das aus, wie wenn das so gewachsen wäre. Also das ist dann staubdicht, luftdicht und wasserdicht. Ja, glaube ich, hoffe ich. So, das haben wir. Das haben wir jetzt hergestellt. Jetzt geht es um die Häupter quasi. Dass jetzt die Häupter sind, gebe ich außen, hinten und innen das Winkelzeichen. Hinten muss es aber vorspringen und vorne auch. Also das muss man einfach ausmessen dann. Schönere Seite nach vorne und Winkelzeichen. Hier beim Anreißen hier muss ich dann dieses Teil hier herhalten, damit die Höhe passt, damit die Teile parallel verlaufen können. Und jetzt werde ich als allererstes bei diesen zwei Teilen, also bei diesen zwei Querstücken, werde ich hier die Zapfen einschneiden und ausstemmen. Das ist etwas anders. Hier muss man das so schneiden, so weit oben. Wenn man jetzt nur 1,20 Meter zum Beispiel groß ist, wäre es gut, wenn man die Hobelbank, ich habe keine Lösung dafür. Jetzt reiße ich mir die Fingerzinken bei den Fächern an. Zur Sicherheit zeichne ich mir an, was weggehört. Und jetzt kommt dieser Moment, wo man sich denkt, Gott sei Dank gibt es bei uns auch Sägen und nicht nur das japanische Zeug, denn ihr werdet sehen. Also ich setze mit der Feinseite hier an und es geht nicht, weil das zu wackelig ist. Also ich bringe es nicht zusammen. Daher weg mit dem japanischen Zeug. Nehmen wir uns unsere Sägen verkehrt, richtig halten auch. Und die gehen ja auf Stoß. Und da ist das kein Problem. Mit der Zinkensäge mache ich mir jetzt überall den ersten, den Anschnitt. Denn die geht auch auf Stoß. Und dann vibriert das nicht so wie auf Zug. So, die Seitenwangen setze ich jetzt ab. Für das hier wäre ein Bankknecht gut. Der würde hier stehen und würde mir das hier stützen, dann müsste ich es nicht mit dem Knie halten. Aber solange ich ein Knie, also. Und jetzt noch diese Seite, den Zwischenraum rausstemmen. So, sobald man das hier alles ausgeschnitten und gestemmt hat, kann man das Mittelteil nehmen und sich die äußeren anreißen und dann genauso einstemmen wieder wie hier den Mittelteil. Und erst hatte ich gesagt, ich will zu Mittag fertig sein. Es ist daraus leider nichts geworden. Es war dann jemand hier. Dann war ich essen, dann hat die Mittagspause länger gedauert. Ich hoffe, ich werde heute fertig damit. Also es ist jetzt schon sehr knapp alles. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Und wie gesagt, also das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber jetzt sage ich es, müde bin ich auch schon wieder. Jetzt habe ich mir von dieser Seite
das angerissene mit dem Streichmaß abgenommen und auf der anderen Seite reiße ich mir das an. Und jetzt wird das wieder vorgebohrt und ausgestemmt. Wichtig einfach, dass man sich das anreißt, so wie es ist. Ich habe mir, wie gesagt, dieses Mittelding, Trennwand, Wandholzgestell hereingelegt. Dann habe ich den perfekten Abstand und dann kann ich das verrutschen, so wie ich will. Ich habe mir das links und rechts einfach genau aufgeteilt, dass es ein Gesicht hat, soweit es ein Gesicht haben kann. Dann nimmt man die Bohrmaschine wieder, wie beim anderen Teil. Bei diesen Zinken ist es nicht sehr sinnvoll zu unterstemmen. Also lieber, also ein wenig schon, aber es sollte schon gut halbwegs gerade sein, damit es auch eine Leimfläche gibt. Jetzt war ich vorher auch spazieren. Jetzt ist es schon 18 oder 19 Uhr. Also mit dem Fertigwerden wird das nicht. Ich habe es jetzt nicht zusammengebracht, in einem Tag so ein Regal zu bauen. Irgendwie, jetzt ist es zusammengesteckt, aber noch nicht verleimt und geschliffen. Ich werde jetzt schauen, mit 15 mm, das ist die Wand, also das ist die Rückseite. Hier werde ich alles zusammenschreiben, damit ich weiß, wie es dann zusammengehört. Denn jetzt werde ich es auseinandernehmen, damit ich es schleifen kann und dann verleimen. Eigentlich muss man das gar nicht verleimen, das hält so auch. Innenschleifen ist wichtig, außen, wo die Zapfen vorschauen, gehe ich dann später noch mit dem Hüpfer drüber und dann passt das. Das werde ich mir als Schleifanschlag herspannen. Ich muss sagen, die Streichmaßstriche will ich nicht unbedingt ganz weg haben. Mir gefällt das eigentlich sehr gut, wenn man sieht, dass es angerissen wurde, händisch und keine Maschine drüber gerast ist. Die Flächen sind fertig geschliffen. Jetzt geht's an die Kanten. Jetzt geht's an die Kanten. Na ja. Auf jeden Fall schleife ich jetzt die Kanten. Jetzt noch mit dem Hupfer alles nachschleifen. Jetzt habe ich es doch noch geschafft, dass dieses Regal heute fertig wird. Also es ist noch nicht, es wird jetzt quasi fertiggestellt. Ich werde es jetzt leimen und dann ist es trocken. Nein, es ist noch nicht fertig, es muss noch geölt werden. Aber fast fertig. Also man kann sagen, es ist fertig. In Wirklichkeit kann man sagen, auf jeden Fall werde ich jetzt alles herrichten zum Leimen. Werde meine Freundin anrufen, ob sie mir helfen kann. Denn alleine ist das fad, langweilig. Also zwingen. Leim, zwei Stück kurze und ein paar so Backel zum Hinhalten. Jetzt werde ich meine Freundin anrufen, um zu fragen, ob sie helfen will oder kann oder wie auch immer. Und Wasser kann sie auch gleich mitnehmen, denn der Leim, was herausgequetscht wird, muss ja weggewischt werden. Ja, kannst du mir bitte kurz helfen? Okay, danke. Nimmst du Wasser mit? So einen kleinen Kübel Wasser zum Leim wegwischen, bitte. Na, so eine kleine Menge zum Leim wegwischen. Ein Tuch habe ich hier. Okay, danke. Sie kommt, um zu helfen. Sie hat eine Freude gehabt. Okay.
Sie ist schon hier, jetzt geht's los mit dem Leimen. Ich werde alles anstreichen, eincremen. Viel Leim brauche ich hier nicht geben, das sollte so auch halten. Ihr habt ja gesehen, wie schwer es zerlegen gegangen ist. Okay, also das ist 6,6, das ist da. Das ist das andere drüben, ja. Geht's? Mhm. Passt, ja. Oben das Serve, oben tun wir das hin. Jetzt tun wir ein bisschen unter die. Genau. Jetzt legen wir das so drauf jetzt noch. So. Ja, das ist, müssen wir oberhalten auch. Warte, ich muss da ein bisschen. So. Dankeschön. Kannst Tschüss in die Kamera sagen. Winken. Danke fürs Helfen. Tschüss. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Danke fürs Helfen. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist das alles soweit eingeleimt. So, und jetzt wische ich den Leim, der herauskommt, feucht weg. Das hängt ein wenig durch, ganz minimal. So, jetzt hängt es nicht mehr durch. Alles schön dicht. Das ist wichtig. Geschliffen, geölt und montiert. Vollgeräumt, um nicht zu sagen vollgemüllt wird es wahrscheinlich werden. Aber ich gebe mir Mühe. Ich gehe jetzt schlafen. 3 Tage später stehe ich wieder hier vor meinem Regal. Werde jetzt schauen, ob der Leim schon trocken ist. Natürlich ist er trocken. Nach 3 Tagen ist alles trocken. Jetzt werde ich das Ganze schleifen und ölen. Zuerst muss ich den Strom aufdrehen. Der Strom ist aufgedreht, jetzt werde ich schleifen und ölen. Gestrichen ist es, jetzt lasse ich es eine Weile ziehen, dann werde ich es mit einem alten T-Shirt abwischen und gleich an die Wand hängen. Das heißt, jetzt werden die Winkel an die Wand geschraubt, damit es an der Wand trocknen kann und nicht hier und nimmt mir hier unnötigen Arbeitsplatz weg. Ich werde in Zukunft, glaube ich, alles an die Wand hängen zum Trocknen. Das sind dann die sogenannten Trocknungswände. Man soll nicht immer alles sagen, was man sich denkt. Trocknungswände, Trockenwände, das ist ein Blödsinn. So. 12 cm muss ich nach unten gehen. Da kommt der Winkel hin und von der Länge her habe ich drüben habe ich schon einen montiert. Geht sich das schön aus, wenn ich den hier hergebe. Ich werde vorbohren, werde ihn hier in dieser Leiste geben. Mit einem 440er hänge ich das an. Vorbohren tue ich aus dem Grund, dass hier ja nichts springt oder reißt von diesen Leisten, also von diesen Brettern hier. Die 3. Lasche in der Mitte gebe ich, wenn das Ganze hängt,
und dann kann ich die schön befestigen. So. Und jetzt werde ich es von unten nach oben mit 3,5/16er Schrauben anschrauben. In der Mitte werde ich hier noch eines geben, damit das nicht durchhängen kann. Wird jetzt nichts extrem Schweres hineinkommen, aber ja. Und ganz wichtig, wenn ihr das Öl abwischt, nehmt bitte kein schwarzes T-Shirt. Weiß, glaube ich, werde ich bei Weitem besser. Man sieht stellenweise so schwarze Flankerl vom T-Shirt. Und wenn ich jetzt in die Mitte was Schweres hineingeben würde, würde sich das nach unten drücken. Somit werden wir das hier anhängen. Es ist geschafft, das Regal ist fertig, es hängt an der Wand. Das lasse ich jetzt wieder wochenlang so hängen, bis dieses Leinöl trocken ist. Und dann wird es bestückt mit Werkzeugen oder vielleicht stelle ich Bilder hinein. Das wird die Zeit zeigen. Auf jeden Fall sage ich danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Würde mich natürlich über einen Daumen rauf sehr freuen, über ein Abo und alles, was man drücken kann. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und auch übernächste und die eine Woche dann noch drauf und später auch noch natürlich. Also wenn ihr immer dabei seid. Und vielleicht ist das interessant für den einen oder anderen zum Nachbauen. Ist auch als Bücherregal sehr schön, glaube ich, wenn man jetzt ein Eichenholz nehmen würde oder einen Kirschbaum, den ihr am Dachboden liegen habt und den ihr euch vor 10 Jahren oder so aufschneiden habt lassen. Denn sowas höre ich jetzt eigentlich oft von Leuten, die sagen, oh, wir haben am Dachboden irgendein Holz liegen und wissen nicht genau, was wir daraus machen sollen. Und das ist eine kleine Idee. Ein Bücherregal oder man kann hier Wurstsemmeln reinlegen und Schnitzelsemmeln. Also es ist alles möglich. Ich werde euch jetzt noch einen Schwenker über das Werkstück machen mit der Kamera, damit ihr es genauer seht. Und ich werde eine Abschiedsmelodie für euch spielen. Ich sage danke, tschüss, Baba, bis nächstes Mal. Danke. Oh, du bist so schön anzusehen. Du bist das schönste Regal der Welt, dich gebe ich nicht mal her für ganz viel Geld. Oh du bist so schön, wunderschön, dich gebe ich niemals her, nicht mal. Oh du bist so schön, du bist das schönste Regal, du bist mir nicht egal, ich gebe dich niemals her, auch nicht für